Es war einmal ein Mönch, der beschloss, ein wenig zu meditieren. Er ging an einen See, etwas abseits seines Klosters, und ließ ein Ruderboot zu Wasser. In der Mitte des Sees angekommen, schloss er die Augen und versank tief in seine Meditation. Nach einigen wunderbaren Minuten der ungestörten Stille gab es einen unerwarteten Ruck, als ein fremdes Boot plötzlich das Seine rammte. Aus der Ruhe gerissen, fühlte der Mönch Ärger in sich aufsteigen und öffnete langsam seine Augen, bereit, den Fahrer des unbekannten Bootes anzuschreien, welcher es gewagt hatte, seine Meditation zu stören. Als er jedoch die Augen geöffnet hatte, sah er, dass es sich um ein leeres Boot handelte, welches auf dem Wasser trieb, da sein Tau sich gelöst hatte. In diesem Moment realisierte der wütende Mönch, dass der Ärger aus seinem Inneren kam und von niemand anders. Es hatte lediglich ein externes Objekt wie das leere Boot gebraucht, um ihn hinaufzubeschwören. Seitdem, immer wenn ihm jemand gehörig auf die Nerven ging oder seinen Ärger provozierte, erinnerte er sich daran. Die andere Person ist nur ein leeres Boot. Der Ärger, den sie berührt, steckt in mir. Na, willkommen zurück in meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Mit Staffel 6 beginnt eine neue Ära, dazu komme ich aber gleich. Heute erfährst du von mir, wie die Idee für diesen Podcast überhaupt entstanden ist, warum ich mich vor den Inhalten dieser Staffel fast ein Jahr gedrückt habe und wie unsere frühe Kindheit nicht nur das Bild, was wir von uns selbst haben, beeinflusst, sondern auch, wie wir die Welt, in der wir leben, wahrnehmen. Welcher Prägungs- bzw. Bindungstyp bist du? Heute findest du es heraus. Irgendwann war ich mit meinen Reisen fertig und bereit, mich mit all meinen neu dazugewonnenen Erkenntnissen irgendwo niederzulassen und meine erste eigene Praxis zu eröffnen. Auf diesen Teil meiner Geschichte werde ich in den kommenden Folgen nochmal näher eingehen. Jetzt geht es nur um folgenden Gedanken, der mich zur damaligen Zeit echt wurmte und einfach nicht loslassen wollte. Ich hatte in dieser langen Zeit, in der ich gereist bin, für mich festgestellt, dass, wenn der Mensch mit sich im Reinen ist, er in der Regel ein tiefes Bedürfnis entwickelt, den inneren Frieden, den er in sich fühlt, auch in der Welt, die ihn umgibt, sehen und fördern zu wollen. Das klingt wahrscheinlich nicht so überraschend für dich. Wahrscheinlich weiß jeder von uns, dass wir anderen zum Beispiel auch tendenziell eher Glück wünschen oder Erfolg gönnen, wenn wir uns selbst als glücklich und erfolgreich empfinden. Naja, ich war jedenfalls glücklich und sehr zufrieden mit mir und meiner Welt und wollte den psychologischen Schlüssel zum Glück quasi an unendlich viele Menschen weitergeben. Eine Praxis zu eröffnen und meine psychologisch-schulmedizinische Berufung mit dem Ayurveda zu verknüpfen, war da ja einfach naheliegend. Aber bald war ich ernüchtert, denn ich wollte, dass jeder, der das möchte und die Motivation dazu aufbringt, Zugang zu meinen Ansätzen bekommt
und zwar unabhängig von seinem finanziellen Status. Unabhängig davon, wo er wohnt oder was er macht oder ja. Und das war als Selbstständige für mich aber gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, denn wer kostenlos arbeitet, hat ja kein Geld. Und wer kostenlos ein- bis zweimal die Woche arbeitet, wird lange brauchen, um Hunderte oder gar Tausende Menschen zu erreichen. Verdammte Axt. Erst ungefähr 3 Jahre später entwickelte sich ein Phänomen namens Podcast. Die Möglichkeit schlechthin zu sagen, was meiner Meinung nach gesagt werden musste und es zu jeder Zeit kostenlos für jeden, der es hören will, zugänglich zu machen. Meine Zeit war gekommen. 1 Jahr lang sortierte ich Inhalte im Kopf, warf Sendungskonzepte über den Haufen, setzte wieder neu an und begann nach und nach einen Plan zu entwickeln, wie ich dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin, so klar und missverständnisfrei wie möglich alles rüberbringen kann, was du brauchst, um das Gefühl des Dauerdrucks, des Nicht-Genug-Seins, der Ohnmacht in dieser Zeit, in diesem System, an diesem Arbeitsplatz und so weiter loszuwerden und wahrhaftig lebendig zu sein und vor Lebensliebe und Lust zu sprühen. So weit, so gut. Und dann, über 2 Jahre, nachdem der Podcast schon lief, kam mein 2020-Problem. Von Burnout Betroffene haben, vor allem zu Beginn ihres Burnouts, bis eine Therapie oder ein Coaching anfängt, die Tendenz, viel zu viel nach draußen in die Welt zu gucken. Das hat damit zu tun, dass viele Stressoren als von außen kommend wahrgenommen werden. Und ein bisschen kommt es auch von der Annahme, dass die Welt da draußen eben so ist, wie sie ist. Und halt gehandelt werden muss, wie sie ist. Dass ich als Einzelperson an dieser Welt nicht rütteln kann, sondern einfach mit ihr leben muss. Mit diesem Blick auf die Dinge, den viele von Burnout-Betroffene haben, bevor sie ihre Therapie oder ihr Coaching anfangen, ist es dann eben oftmals nicht die Frage, was kann ich tun, damit es anders wird, sondern was kann ich tun, um diese Ohnmacht gegenüber dem, was mir geschieht, was von außen auf mich einprasselt, besser auszuhalten? Und woher nehme ich die Kraft, immer so weitermachen zu müssen? Ja, das ist paradox. Von Burnout-Betroffene suchen anfangs oft nach Lösungen in einer Außenwelt, mit der sie sich überhaupt nicht oder nur so semi verbunden fühlen. Und genau das ist auch der Grund, warum der Weg aus dem Burnout in der Regel nie ohne Therapie oder Coaching funktioniert. Und es ist auch der Grund, warum ich mit meinem Podcast, von dem ich ja nie wissen kann, wie der Einzelne ihn auffasst, irgendwann entschied, dass der erste Teil dessen, was ich dir insgesamt vermitteln möchte, sich ausschließlich auf dich und deine innere Welt konzentrieren sollte. Das ist übrigens auch der Grund für die vielen Querverweise in jeder Folge und auch dafür, dass ich immer dringend empfehle, ihn von Folge 1 anzuhören und nicht quer einzusteigen. Mein kleines, heiß geliebtes Meisterwerkchen ist von der ersten bis zur letzten Folge detailliert durchdacht und an einen klassischen Burnout-Weg angepasst. Er ist also ein bisschen auch so aufgebaut, wie im Groben die Coachings bei Burnout Coaching Berlin verlaufen. Worauf ich nun hinaus möchte. 2020 war also der Scheidepunkt in dieser Sendung. Denn alles,
Was du brauchst, um dein inneres Universum zu erforschen und zu heilen, findest du in Staffel 1 bis 4. Nach Staffel 1 bis 4, jetzt, wo klar ist, wie du dich schützen, stützen, freistrampeln, die Perspektive wechseln und ein gutes Verhältnis zu dir selber aufbauen und erhalten kannst, wird es Zeit, sich tatsächlich in der Welt, die dich umgibt, umzuschauen. Denn wir sind ein Teil von ihr und untrennbar mit allem verbunden, was sie ist. Unser Körper fühlt das, unser Verstand vergisst es gerne und unser Unterbewusstsein lebt das. Ja, ich wollte mit dir auf all das schauen. Ich wollte mit dir gemeinsam der Frage auf den Grund gehen, warum sich unsere Welt, unsere Zeit so schnell, so schwierig, so erdrückend anfühlt. Wenn Staffel 1 bis 4 eine Art Wegweiser für die innere Welt waren, wollte ich dir sozusagen ab Staffel 5 schon einen Wegweiser an die Hand geben, mit dem du die Schlüssel für deinen Alltag finden kannst, um vielleicht viel mehr in deiner Welt im Außen zu verändern, als du ahnst. Du sollst Halt in ihr finden, statt Ohnmacht zu fühlen. So, naja. Und dann kam Corona und ich habe mir ein f***ing Jahr die Haare gerauft. Nicht, weil das Thema Welt da draußen und Halt finden nicht aktuell wäre oder weil keiner mehr Ohnmacht in Bezug auf Arbeitsplatz, Politik und so weiter empfindet, im Gegenteil. Aber die Dinge, die im zweiten Teil des gesamten Podcasts angesehen und neu bewertet werden sollen, um dieses Ohnmachtsgefühl zu ändern, sind kritisch und heikel und haben schon vor der Krise 2020 so manche Gemüter ganz schön schnell, ganz schön stark erhitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte also schon vor Corona das Gefühl, dass das eine oder andere Thema der kommenden Staffel ein bisschen so sein könnte, als würde ich mit einem Stock in ein Bienennest stechen und habe deswegen ein Jahr lang versucht, im Podcast Corona zu umschiffen, bis es vorbei ist. Wie das gelaufen ist, wissen wir ja inzwischen. Also gut. It is what it is. Machen wir uns trotz erschwerter Bedingungen auf die Suche danach, wie die Welt uns beeinflusst, wie wir die Welt beeinflussen und wie du die Erkenntnisse darüber für dich und dein Burnout heilsam nutzen kannst und schauen uns heute als erstes mal etwas an, was die Psychologie Bindungsmuster nennt. Dieser Ansatz wird häufig für das Einordnen der Beziehungen, die wir zu anderen fühlen, benutzt. Aber unser Bindungsmuster geht auch mit der Sicht oder dem Gefühl, was wir generell zur Außenwelt haben, einher. Denn natürlich haben wir auch zu der Welt, in der wir leben, eine Beziehung, welche für Burnout-Betroffene und im Moment für sehr viele Menschen allgemein eher belastet ist. Aber wie entsteht eigentlich unsere Sicht, unser Verhältnis, unsere Bindung zur Welt? Mal schauen, ob du dich und die Leute in deinem Umfeld in einer der folgenden vier Bindungen wiederfindest. Der Pionier der Bindungstheorie, Sir John Bowlby, entwickelte Ende der 50er Jahre also eine Bindungstheorie, mit der eigentlich bis heute in der Psychologie alles steht und fällt. Normalerweise findet man sie eher in pädagogischen Fachbüchern oder auf dem Sofa des Paartherapeuten. Du kennst dich mit dem, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind, schon seit Staffel 1, Folge 4,
oder eben Staffel 3, Folge 9 schon recht gut aus. Und deswegen wirst du diese Bindungstheorie für dich nochmal ganz anders nutzen können als die meisten Menschen, die damit zu tun haben. Also, Bowlby beschrieb als erster, dass es ein unsichtbares Band zwischen Kind und den engsten Bezugspersonen, aka Eltern, gibt, das eine grundlegende Bedeutung für dessen weitere Entwicklung hat. Es ist so, unbewusst setzt das Kind in den ersten Lebensmonaten und Jahren angeborene Verhaltensweisen wie Weinen oder sich festklammern ein, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und die Eltern auf sich aufmerksam zu machen und Zuwendung einzufordern. Denn es hat ja noch nicht die Sprachkenntnisse und die Zuordnung der Wörter, die wir als Erwachsene dann irgendwann stattdessen benutzen. Eltern reagieren ebenfalls intuitiv auf die Signale ihres Kindes. Sie versuchen es zu trösten oder seinen Hunger zu stillen und sie suchen ihrerseits den Körperkontakt, um das Kind zu beruhigen und ihm Sicherheit zu vermitteln. Und so entsteht nach und nach eine tiefe Bindungsbeziehung. Dies ist wichtig, damit das Kind das Gefühl hat, in Gegenwart seiner Eltern sicher zu sein und sich frei entfalten zu können. So entwickelt es auch Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten, kann lernen, soziale Beziehungen zu knüpfen und mit Stress konstruktiv umzugehen. Und die Bindung, die wir zu unseren Eltern haben, entscheidet über das Bild, welches wir später von der Welt, in der wir leben, haben werden. Denn in den ersten 3 Jahren unserer Kindheit sind sie unsere Welt. Alles andere wird erst ab dem 3. Lebensjahr interessant. Und so ist es für dich wahrscheinlich auch total nachvollziehbar, wenn ich sage, daraus, wie unsere Eltern sich in dieser Zeit verhalten, leitet unser Unterbewusstsein auch in dieser frühen Zeit ab, was wir den Rest unseres Lebens glauben, was wir von der Welt um uns erwarten können oder müssen. Die Erfahrungen mit unseren Eltern, die unsere Welt sind, programmieren in den ersten 3 Lebensjahren sozusagen unseren Filter, durch den wir die restliche Zeit unseres Lebens alles betrachten, interpretieren und bewerten werden. Anhand der ersten Bindungsform sieht das in etwa so aus. Sie wird entwickelt von Menschen, deren Bezugspersonen ihnen, als sie Kind waren, verfügbar und zugewandt waren. Diese Personengruppe hatte also liebende Eltern, von denen sie einfach wussten, dass sie immer geliebt und dass diese immer für sie da sein würden, egal wie schlecht sie in der Schule wären oder welchen Beruf sie ergreifen würden oder wie spät in der Nacht sie auch bräuchten. Sie konnten sich sicher sein, die Mutter oder der Vater würde kommen, egal wann oder weshalb sie zu Hilfe riefen, könnte man vereinfacht sagen. 100% verlässlich, 100% stabil. Das ist also die Welt, in der wir hier gelandet sind. Das ist das, was wir erwarten können und auch, womit wir eventuell zu rechnen haben. In diesem Fall sind es Verlässlichkeit, Liebe, Stabilität und Platz für uns und das, was wir brauchen, um uns wohl und geborgen und als Teil dieser Welt zu fühlen. Die Gruppe der Sichergebundenen hat also im Kleinkindalter gemerkt, dass alles safe und cool ist und hat deshalb im Erwachsenenalter in der Regel ein gesundes Vertrauen in sich, ihre Leistungen und darin, dass sie in der Welt, in der wir leben, wertgeschätzt werden. Sie empfinden sich tendenziell weniger als ausgegrenzt oder der Welt und ihren Geschehnissen ausgeliefert. Sie tendieren nicht zur Ohnmacht
und sie haben von Anfang an das Gefühl, in gesunden Beziehungen und einer ihnen freundlich gesinnten Welt zu leben, die viele tolle, interessante Möglichkeiten für sie bietet. Kurz gesagt, sie fühlen sich einfach gut aufgehoben. Die zweite Bindungsform ist die unsicher vermeidende Bindung. Menschen, die unsicher vermeidend gebunden sind, haben in den ersten Lebensmonaten die Erfahrung gemacht, dass die Eltern eben nicht auf ihre Bedürfnisse eingingen und manchmal sogar mit Ablehnung auf Wünsche und Bedürfnisse des Kindes reagierten, weil sie überfordert waren zum Beispiel und selbst emotional unstabil. Kinder solcher Eltern entwickeln ein negatives Selbstbild, da sie quasi vermittelt bekamen, dass etwas mit ihren natürlichen Bedürfnissen und ihrem Dasein nicht stimmt, dass sie und ihre Bedürfnisse ein Störfaktor wären, was sozusagen abgestraft wurde durch die Ablehnung der Eltern der sie umgebenden Welt. Und so gewöhnten sie sich daran, ihre Gefühle nicht offen zu zeigen, um keine Ablehnung von den Eltern oder später generell von geliebten Menschen, dem Partner, den Freunden, dem Arbeitgeber, der Welt eben, zu riskieren. Gerade im Erwachsenenalter tendieren die Betroffenen dieser Gruppe dazu, sich zum Beispiel auch keine Unterstützung zu suchen bei Freunden oder Familie, wenn es stressig oder gar brenzlig wird im Leben. Unsicher vermeidend Gebundene ertragen andere in schwierigen Zeiten einfach schlechter um sich herum. Sie werden unter Anspannung aggressiv und ungeduldig mit ihren Mitmenschen und neigen dazu, ihre Bedürfnisse und Gefühle zu verdrängen und sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen, in der festen Überzeugung, dass, wenn überhaupt, nur sie selbst für sich sorgen und auf sich selbst vertrauen können. Und dass von der Welt, in der wir leben, grundsätzlich nichts und schon gar nichts Gutes zu erwarten ist. Und dass es mich sozusagen den Job oder die Beziehung kosten kann, wenn ich nicht tue, was von mir verlangt wird oder wenn ich sogar eigene Bedürfnisse einfordere. So haben sie oft zum Beispiel auch Angst, ihre Gehälter oder Arbeitszeiten zu verhandeln, weil sie glauben, dass dies den Arbeitgeber verschrecken könnte. Der dritte Bindungstyp ist die unsicher ambivalente Bindung. Der Grund für dieses Bindungsmuster liegt darin, dass die Reaktionen auf die Bedürfnisäußerungen und Wünsche des Kindes unterschiedlich ausfiel. Also mal gingen die Eltern liebevoll auf das Kind ein, ein anderes Mal reagierten sie nicht oder vielleicht sogar ablehnend, in jedem Fall aber für das Kind unberechenbar. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu den ersten beiden Formen, von denen ich gerade gesprochen habe. Denn dort reagieren die Eltern zuverlässig und vorausschaubar, und zwar tendenziell immer gut oder tendenziell immer schlecht. In dieser Gruppe hier jedoch finden sich Menschen, die nie wussten, welche Reaktion auf sie zukäme, selbst bei immer den gleichen wiederkehrenden Bedürfnissen. Die Reaktion von Mutter oder Vater war also eine völlig unkalkulierbare Sache und hing beispielsweise lediglich von deren Laune oder auch nicht schön, deren Nüchternheit oder dem Vorhandensein eines immer neuen Partners ab und so weiter. Das Kind und später der Erwachsene konnte oder kann also gar nicht einschätzen, wie stabil die Verbindung zu den Eltern oder später dann den Freunden, den Partnern und so weiter ist, da die Zuwendung und Liebe sowie die Reaktion auf ihre Bedürfnisse ja immer unterschiedlich ausfiel
und sich diese Unberechenbarkeit der Welt tief eingeprägt hat. Hinzu kommt die Erfahrung, dass manche Bedürfnisse von den Eltern nur wahrgenommen wurden, wenn sie zum Beispiel besonders laut oder besonders oft geäußert wurden oder besonders dringend waren. Und Kinder, die so unkalkulierbare Eltern haben, deren Reaktion quasi nur dann einigermaßen einschätzbar ist, wenn irgendwas wirklich, wirklich krass ist, kommen natürlich schnell darauf, dass sie den Eltern hin und wieder stärkere Ängste oder Schmerzen oder was auch immer vorspielen müssen, damit die gewünschte Reaktion und Aufmerksamkeit sicher kommt. Die Welt dieser Kids funktioniert also mit Drama und Manipulation und ohne Logik, auch im Erwachsenenalter. Erwachsene mit dieser frühkindlichen Erfahrung stecken im Erwachsenenleben in der Regel unheimlich viel Energie in Beziehungen, teilweise ohne das zu merken, indem sie stets versuchen, andere, geliebte Menschen so nah und so fest und kontrolliert wie möglich bei sich zu halten, um die Bindung berechenbarer zu machen quasi. Aber egal, wie nah sie jemanden tatsächlich sind, wie sicher und fest und gut auch die Bindung aus Sicht des Partners, der Freunde oder wem auch immer sein mag, diese Personengruppe wird niemals das Gefühl haben, dass sie sich in einer sicheren, stabilen Beziehung befindet und immer immense Verlustängste haben. Manchmal kann es sogar sein, dass sich das Gefühl einstellt, dass niemand in unserer Welt nach freiem Willen entscheidet und es einfach eine Frage der gekonnten Manipulation ist, die darüber entscheidet, wie andere sich verhalten oder Entscheidungen treffen und ob sie mich vielleicht verlassen. Begleitet wird das Ganze deshalb von einer Art innerem, dauerhaften Alarmzustand und davon, dass Betroffene das Gefühl haben, dass Beziehungen, aber auch andere Dinge im Leben, wie die Politik oder die Personalführung in ihrer Firma, sich jederzeit ihrer Kontrolle oder dem, was für sie wünschenswert ist, entziehen und abgebrochen werden könnten und sie deshalb immer mit einem Auge wachsam bleiben und gegebenenfalls einschreiten müssen. Wenn es sein muss, auch besonders laut oder besonders penetrant oder besonders emotional und, da sie von einer unbeständigen Welt ausgehen, die keiner Logik folgt, oft auch irrational und, wie gesagt, manipulativ. Die vierte und letzte Bindung ist die unsicher desorganisierte Bindung. Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen. Zum einen, weil es für dich wahrscheinlich ziemlich offensichtlich sein wird, was diese Art von Eltern-Kind-Bindung für die Betroffenen und ihr Leben bedeutet. Und zum anderen, weil die Folgen dieser Prägung so tiefgreifend sind, dass man darüber wahrscheinlich einen kompletten eigenständigen Podcast machen könnte. Die unsicher desorganisierte Bindung. Man geht davon aus, dass Kinder und später Erwachsene mit einer unsicher desorganisierten Bindung häufig traumatisiert sind und bestimmte Ereignisse in ihren ersten Lebensmonaten nicht verarbeiten konnten. Hier spielen Gewalt und Missbrauch auf psychischer und oder körperlicher Ebene oft eine Rolle. Menschen, die sowas erlebt haben in den ersten 3 Jahren ihres Lebens und im schlimmsten Fall von ihren Eltern, nehmen die Welt, in der wir leben, als einen generell unsicheren bis bedrohlichen Ort wahr.
Das Misstrauen gegenüber der Welt und den Menschen, die auf ihr leben, ist groß und das Gefühl oder gar die felsenfeste Überzeugung, dass mir immer irgendjemand was Schlechtes will, mir vorsätzlich schaden möchte, dass ich nur mit dem Schlimmsten rechnen kann, ist hier häufig sowohl in Partnerschaften als auch am Arbeitsplatz, der Politik, im Umgang mit Institutionen wie dem Finanzamt oder der Krankenkasse, Freundschaften und sogar völlig fremden Menschen sehr präsent. Soweit also die vier Bindungstypen. Soweit über den ersten Blick auf die Welt da draußen. Ob Burnout nur in einzelnen Menschen oder vielleicht sogar in größeren Gefügen, also in Gruppen zum Beispiel, oder gar in politischen Systemen oder der Natur, die uns umgibt, zu finden ist, und inwieweit dies dein individuelles Burnout oder auch den Lauf unserer Welt beeinflusst, ob es in all diesen Kauderwelsch heutzutage trotzdem Nützliches für deinen Weg und die innere Ruhe gibt, wie du Halt findest, egal wie unfreundlich die Welt da draußen wirken oder tatsächlich sein mag, und vieles mehr erfährst du in den kommenden Folgen. Ein Mantra der Woche gibt es heute gar nicht, wohl aber die Kühlschrankliste für Staffel 5. Sie kannst du dir ausdrucken und, wie der Name schon sagt, an den Kühlschrank hängen und hast quasi im Alltag alle Mantren der zurückliegenden Staffel nochmal vor Augen und präsent. Falls du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community bist, trag dich also jetzt gerne ein, denn die Liste kommt, wie immer, nächste Woche Donnerstag mit dem Newsletter in das Postfach meiner wunderbaren und treuen Hörer. Den Link, um dich mit nur einem Klick anzumelden, findest du im Beschreibungstext zu dieser Episode. Hab vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und wünsch mir Glück für die Sache mit dem Bienenstock. Bis übernächste Woche. Ich freue mich auf dich. Deine Susi.